Das ist mein Verlobungsring. Ich glaube, ihr denkt, ihr veräppelt euch, ne? Der ist ohne Scheiß mein Verlobungsring. Das ist wirklich bitter ernst. Als David mir den Heiratsantrag gemacht hat, hatte der... Those palm trees dance. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute ist Mittwoch. Ich bin hier eben gerade sozusagen am Content vorstrukturieren. Also es heißt so viel wie, dass ich mir einfach nur einen Überblick verschaffe, welche Videos ich sehr gerne noch abdrehen würde, bevor wir halt nach Mauritius fliegen. Was muss ich hier abdrehen? Was kann ich vielleicht vor Ort abdrehen? Drehe ich überhaupt ein Video vor Ort? Wir haben uns nämlich fest vorgenommen, dass wir sozusagen die zweite Hälfte, in der wir in Mauritius sind, sozusagen ab dem 1. Januar dann bis zum 15. Januar, dass wir da offline sind. Wir wissen noch nicht sicher, das sagen wir euch aber dann auf alle Fälle, ob wir halt eine Woche offline sind, ob wir 10 Tage offline sind oder 2 Wochen. Sehr wahrscheinlich wären es 10 Tage oder 14 Tage. Wahrscheinlich wird es halt Sinn machen, einfach die ersten 2 Wochen euch sozusagen mitzunehmen. Und ich denke, wir werden euch auch danach mitnehmen und etwas filmen, weil es einfach unser Hobby ist und weil es uns sau viel Spaß macht, das Ganze filmisch und fotografisch festzuhalten. Allerdings werden wir uns halt einfach den Druck rausnehmen und sozusagen Urlaub machen und uns sozusagen nicht dazu feste Zeit setzen, dass wir das alles online stellen und werden sozusagen einfach weder auf Instagram noch auf YouTube online sein und somit werden keine Videos kommen. Das Schöne ist irgendwie jetzt, wo so viele von euch schon mal im Homeoffice waren und das viel besser nachvollziehen können, wie es ist, von zu Hause zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, also da kann man so ein bisschen mehr davon erzählen. Früher wusste man immer, hey, so viele Leute haben die Erfahrung nie gemacht. Man muss wirklich der Typ fürs Homeoffice sein. Ich habe mein Büro jetzt eher oben in der Galerie. Das ist sozusagen mein Bürobereich, wo auch mein größerer Rechner ist. Aber ansonsten bin ich jemand, ich springe im Haus ständig. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel mal hier an der Kücheninsel mein Büro aufgebaut. Dann ist es ab und zu auf dem Essenstisch, dann ist es mal oben im Büro, dann ist es mal im Studio. Im Sommer ist es tatsächlich eher im Studio, weil es dort halt ein bisschen heller und frischer ist. Aber im Winter bin ich lieber hier, weil es hier heller und wärmer ist. Und ja, aber würde mich ja mal interessieren, wie ihr das so handhabt. Ich kann euch ja mal ganz kurz zeigen, wie ich eigentlich so meine Arbeit organisiere. Das Tool habe ich nämlich irgendwann mal bei Lisa Sophie gesehen. Vielleicht kennt ihr sie. Sie hieß früher It's Coleslaw. Und sie macht ganz coole Selbstexperimente immer. Und sie hat zum Beispiel auch das Experiment gemacht, wie es ist, in 30 Tagen ein Buch zu schreiben. Und das Video habe ich mir angeschaut und da hat sie Notion vorgestellt. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, ne? Ich muss es immer so blöd dazu sagen. Aber ja, Notion ist wie so ein, ja, das ist, beinhaltet eigentlich alles. Tabellen, Notizen, Skizzen, Bilder einfügen. Also das ist wirklich eigentlich wie so, wirklich so eine weiße Seite, die man selbst sehr, sehr gut gestalten kann. Und ich habe mir da jetzt so ein System aufgebaut mit so verschiedenen Voreinstellungen, die ich im Internet gefunden habe. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Also das kann man auch super gut so nutzen, unabhängig davon, ob man das jetzt für YouTube nutzt, aber für die Schule, für die Uni, für die Arbeit. Vielleicht tun es auch einige Leute in ihrer Arbeit verwenden. Ich habe es so ein bisschen eingeteilt, zum Beispiel Estelmar, Vanlife Delmar, dann vor allen Dingen mein Content Planner, das ist für mich wirklich so das Wichtigste. Ich glaube, das stellt den weißen Screen nicht so richtig scharf, aber ich glaube, ihr habt ganz kurz einen Eindruck bekommen. Und wenn ihr das Ganze so organisiert, dann werdet ihr wahrscheinlich selbst auch nochmal ein bisschen ruhiger schlafen können, weil ich kann das selbst sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn man nicht gut schlafen kann, weil man das Gefühl hat, dass man noch 300 Nachrichten beantworten muss. Abend. Ich habe heute angefangen, die Küche ein bisschen auszumisten. Das werde ich aber in einem Hauptkanal-Video zeigen, deswegen will ich jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Ihr hört eben gerade schon die Margarine brutzeln. Ihr habt nämlich letztens gesagt, dass ihr das ganz cool findet, wenn ich auch so ein bisschen andere Rezepte mal mit reinbringe. Und deswegen habe ich heute die Miso-Suppe wieder am Start. Ich habe jetzt zwar nicht alle Zutaten hier, man kann wirklich so viele Sachen reinbringen. Was sagt Miso-Suppe eigentlich aus? Also bei Miso ist es wirklich so, dass einfach Miso natürlich auch mit drin ist. Und der Rest ist jetzt eben gerade wirklich einfach Freestyle von mir. Also ich mache hier wirklich so eine gute Portion Margarine rein. Und jetzt kommt einmal Knoblauch. Jetzt kommt hier einmal so eine gute Portion Knoblauch und Zwiebeln rein. Wir mögen es auch ein bisschen scharf, deswegen habe ich eben gerade einfach noch so ein bisschen getrocknete Chili reingetan. Ihr könnt natürlich auch frische reinnehmen. Passt mit der Schärfe immer lieber so ein bisschen auf. Macht lieber immer erstmal ein bisschen weniger rein.
Nicht, dass ihr euch später das ganze Gericht irgendwie versaut. Aber ich habe sehr gerne so asiatischen Suppen, ein bisschen schärfer. Das Ganze wird jetzt einfach ein bisschen angebraten, bis alles ein bisschen glasig ist, so ungefähr ja, 2 bis 3 Minuten. Und dann kommen die getrockneten Pilze dazu. Das ist jetzt so ein bisschen eine Pilzmischung. Es sind zum Teil Pilze, die wir letztes Jahr selbst gesammelt hatten und getrocknet hatten. Dann haben wir Shiitake-Pilze, die habe ich so ein bisschen klein gebrochen, damit die nicht so groß sind. Die habe ich auch beim Asiaten gefunden. Also beim Asiaten kriegt ihr tatsächlich ganz, ganz viele verschiedene Arten von getrockneten Pilzen. Und hier unten, die hier, sind nochmal eine ganz andere Sorte. Aber da kenne ich leider den Namen ehrlicherweise nicht. Bevor die Pilze dazu kommen, habe ich jetzt hier nochmal so eine ordentliche Portion Miso reingemacht. Diese Paste ist sozusagen einfach Sojabohnenpaste. Also sieht so aus, falls ihr sucht. Gibt es aber mittlerweile auch bestimmt beim Rewe oder sowas. Ich würde den Kopf hängen lassen. Das ist die Arme. Oh je, dankeschön. Genau, damit wir noch schnell einkaufen. Hier wird eben gerade alles verteilt. Boah, das riecht schon so gut. Es wird wahrscheinlich ein bisschen scharf. Ich habe es ein bisschen mit der Chili übertrieben. Ups, jetzt ist die Kamera angeschlagen. So, dazu kommen jetzt einmal die getrockneten Pilze rein. Das wird jetzt auch nochmal so ein bisschen, einfach bevor wir es ablöschen, umgerührt. Also lasse ich eigentlich einfach so ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht anbrennt. So kann man das Aroma nochmal schön ein bisschen verteilen. Hier ist jetzt einmal so ein Brühwürfel drin, ne, damit ich das Ganze jetzt einmal ablöschen kann. Bestes Geräusch. 500 Milliliter, also es kann schon mindestens... Nee, die müssen gleich rein. Ich habe jetzt für uns beide ungefähr so 700 Milliliter Wasser drin. Ich schätze es meistens irgendwie am Topf ab, aber ich habe es heute für euch mal so ein bisschen vorgemessen. Und das lassen wir jetzt so ein bisschen aufkochen, damit die Pilze ein bisschen weicher werden. Und wenn die Pilze dann ungefähr so 5 Minuten drin waren, können wir die Edamame dazugeben und die Nudeln dazugeben. Und jetzt zum Abschmecken schon mal einen kleinen Schluck Sojasauce, damit man noch so ein bisschen dieses typische Salzige reinbekommt. Hier können jetzt einmal die gefrorenen Edamame dazu kommen. Die brauchen ja so ungefähr 5 Minuten. Also dementsprechend geht es jetzt eigentlich ganz schnell. Dazu schmeiße ich jetzt 2 von diesen asiatischen Eiernudeln dazu. Also wie ihr seht, das ist ein vegetarisches Gericht in dem Fall und nicht vegan. Aber es gibt bestimmt auch Alternativen, die vegan sind. Da muss ich ehrlicherweise sagen, vom Geschmack finde ich das halt einfach bei einer asiatischen Suppe sehr, sehr lecker. Aber vielleicht habt ihr da auch eine vegane Idee für uns. Sind wir auf jeden Fall offen für. Lasst es uns gerne, gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt habe ich hier noch einmal getrocknete Algen. Die habe ich auch vom Asiaten. Die werde ich ganz klein zerbröseln und dann kommen die hier dazu. Also nennt man auch Wakame. Kennt ihr vielleicht auch unter dem Begriff Wakame, aber das ist wirklich mega, mega geil, das Zeug. Und so eine Packung davon hält halt auch wirklich ewig, weil man nicht viel braucht. Ich mache da wirklich nur so eine Handvoll rein. Mehr braucht es nicht. Das wird dann ordentlich umgerührt und dann werdet ihr gleich sehen, wie es richtig schön grün wird, weil das einfach von dem trockenen Zustand in den Normalzustand zurückgeht. Genau, jetzt noch so ein ganz kleines bisschen aufkochen, aber wie ihr seht, die Nudeln sind halt auch schon weich, der Edamame ist 100% auch schon durch. Hier sieht man eigentlich auch ganz gut den Wakame, also er ist wirklich schön aufgegangen. Ich habe jetzt hier nochmal Petersilie drauf getan, normalerweise würde ich Koriander drauf machen, gab es jetzt heute allerdings nicht. Und dann habe ich einfach noch ein bisschen Sesam drauf und was ich dann nochmal richtig, richtig geil finde, ist einfach nochmal so ein paar Schüsse geröstetes Sesamöl oben drauf tun. Also ich spare da auch ehrlicherweise nicht. Und fertig ist... Die Ramen-Miso-Suppe ist wirklich einfach zu machen und gerade wenn man halt die Zutaten im getrockneten oder im eingefrorenen Zustand nimmt, dann muss man auch nicht großartig was Frisches kaufen, außer die Zwiebel oder die Knoblauch. Man hat das dann meistens zu Hause und hat dann immer eigentlich mal ein gutes, abwechslungsreiches Essen und einfach mal was anderes, als was man meistens isst. Damian suchtet eben gerade Reels durch. Ein bisschen Handy darf sein, nachdem man den ganzen Tag draußen war. Jetzt wird hochgeswiped fleißig. Und ich habe mich eben gerade fertig gemacht. Heute ist Donnerstagabend. Ich habe das Essen war super, super gut. Die Suppe ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Ich habe mich jetzt allerdings, also ich finde, das geht noch von der Schwere des Essens. Also es ist so, wo ich sage, ich kann jetzt noch Sport machen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich fahre jetzt auch rechtzeitig los, weil wir nämlich sehr starken Nebel haben. Ganz entspannt. Ich habe jetzt nämlich noch Eislauftraining. Mein Eislauftraining ist immer sehr, sehr spät am Donnerstag. Erst um 21.15 Uhr. Ich bin auch immer so um kurz nach 11 erst zu Hause. Total oft ist es so, dass ich zum Training gehe und mir so denke, boah, ich bin so scheißmüde, null Bock drauf. Und dann komme ich aber wieder und dann bin ich so wach, dass ich erstmal meistens so 2-3 Stunden noch wach bin. Und teilweise war das so schlimm, dass ich bis 2 oder 3 Uhr nicht schlafen konnte. Also so Kälte hat bei mir echt so einen richtigen Wachmacher-Effekt. Eiskunstlaufschuhe sind dabei. Ich nehme die meistens einfach in so einem Rucksack mit.
Ich habe letztens so eine Bandage getragen, weil meine, ich habe immer mal wieder Probleme. Seitdem ich Cheerleading gemacht habe, da bin ich nämlich ein bisschen zu häufig umgeknickt. Und seitdem ist es immer ein bisschen tricky, wenn ich das sehr stark belaste. Aber ich habe gemerkt, im Eiskunstlaufschuh keine Chance. Da habe ich nach 10 Minuten gemerkt, oh fuck, ich spüre meinen Fuß nicht mehr. Deswegen sollte ich die vielleicht so im Alltag mal ein bisschen tragen zur Unterstützung, aber in den Schuhen dann eher nicht. Damian macht jetzt die Küche sauber. Ja. Aber erst geht er mit mir ins Auto. Wir gucken mal wegen der Nebelschlussleuchte, weil es sieht nicht gut aus. Ja, ist echt heftig draußen. Echt heftig. Und ich ziehe mir auch sonst an meine Kai. Wenn Sophia unten gerade noch schön Ordnung macht, kümmere ich mich darum, dass oben die Seite von der Galerie, also von der oben abstehenden Plattform, auch endlich mal schön aussieht. Die Leisten sind gestrichen, die werde ich noch zuschneiden und dann kommen die endlich dran. Die haben eine selbstklebende Seite. Ich werde das aber nochmal mit Kleber verstärken, weil irgendwie traue ich diesen selbstklebenden Sachen nie so ganz. Und Sophia macht währenddessen unten schon so schön sauber. Es ist nämlich Großputz. Und Großputz dauert immer Wochen, habe ich das Gefühl. Erstmal so alles noch mehr Chaos und überall steht alles rum. Alles schlimmer und dann wird es irgendwann mal besser. Aber ich sehe Besserung noch nicht, ehrlicherweise. Ich schon, weil ich bin oben in einer halben Stunde fertig. Und so sieht es dann aus, wenn die Leisten dran sind. Finde ich viel, viel ordentlicher. Ganz wichtig ist vor dem Ankleben, den Boden ordentlich sauber machen, damit der Kleber auch auf einer fettfreien Unterfläche überhaupt kleben kann. Ansonsten fallen die Dinger runter und Sophia auf den Kopf. Das ist mir vorhin auch schon passiert. War knapp. Ich weiß nicht, ob ihr sowas als Kind oder als Schüler auch hattet. Ich hatte eine Sparbox. Da habe ich immer... mit Centstücken. Und in diese Box habe ich einfach mal das Geld, was irgendwie übrig ist oder aus dem Ausland oder Co. reingeworfen. Sophia freut sich gerade wie ein Hamster, wie ein Leo, wenn er eine Erdnuss kriegt. Ich habe eben gerade 10 Rupies gefunden. Das sind 20 Cent. Also 20 deutsche Euro. Und das ist ein Roti, so ein Leckerli. Nein, auf Mauritius. Das sind 2 Roti. 2? Also 2 so Pfannkuchen eingewickelt mit so einer super geilen Linsenfüllung. Das ist der Hammer. Und von denen habe ich schon mehrere Münzen gefunden, damit bin ich satt. Oh, mir freut ja gerade total, diese Münzen zu plündern, meine Box zu plündern. Also das ist mein Geld. Blödes ausländische Geld, man nimmt es immer mit zurück. Wir versuchen sowieso immer auf Null zu kommen, wenn wir im Ausland sind. Aber klar, so ein paar Münzen und ein paar kleine Scheinchen kriegst du halt nicht weg. Aber die kann man ja wieder mitnehmen, das ist ja Geld. Ja. Und jetzt wird's ernst, ich ziehe den Kleber ab und klebe die Leisten drauf. Bin noch gerade so überlegen, ob ich vielleicht doch nicht mit den selbstklebenden Streifen machen soll. Das wäre jetzt einfach extrem einfach. Ich gucke einfach mal, wie fest es hält. Okay, ich muss sagen, die selbstklebenden Streifen halten überraschend gut. Ich weiß es genau, ich werde es noch in ungefähr 2 oder 3 Wochen bereuen, wenn die Dinger einfach runterfallen. So einen kleinen Anschluss kassiere und so viel, aber wir sagen immer, wenn du was machst, mach's ordentlich. Und das mache ich ja eigentlich auch. Und ich lasse es erstmal so. Das Risiko gehe ich ein. Muss schon zugeben, es gefällt mir ganz schön gut. Die Leisten sind dran, habe ich jetzt tatsächlich nur mit dem selbstklebenden Rückteil gemacht. Mal gucken, ob das hält. Wie gesagt, wenn nicht. Hey, es lohnt sich sauber zu machen. Guck mal. Wow, der ist so schön. Der ist so schön. Und so brüchig ist er, der kann kaputt gehen. Du klaust mir gerade mein Selbstlob, wo ich oben in den Leisten machen mit dem, wollte. Mit meinem Verlobungsring. Du klaust mir gerade voll die Schau. Einen Moment. Da ist er. Das ist mein Verlobungsring. Jetzt sieht man den. Sieht man den? Der ist super schön, ja, oder? Der ist schön, habe ich selbst gebastelt. Super schön. Das ist mein Verlobungsring. Ich glaube, ihr denkt, ihr veräppelt euch, ne? Der ist ohne Scheiß mein Verlobungsring. Das ist wirklich bitter ernst. Als David mir den Heiratsantrag gemacht hat, hatte der erst mir diesen Ring gegeben. Oh, jetzt ist ein Stück abgebrochen. Das ist nur ein Ministück. Auf dem Boden. Er hat einen Grashalm einfach zu einem Ring gemacht. Danach hat er mir noch einen Ring gegeben und der Ring war... Schön. Geschmackssache. Habe ich nie getragen. Und ich muss ehrlich sagen, diesen Ring, den er mir zuerst gegeben hat in diesem Moment, dieser Grasring, ist mir so viel mehr wert als alles andere. Einfach nur getrockneter Grashalm. Da habe ich nur mal Glück gehabt. Bewahrt.
Da muss ich ehrlich sagen, das war eine super spontane Idee. Dann in, also die Absicht war natürlich irgendwo da, aber in diesem Moment war sie nicht da. Aber und den Ring doch in dem Moment, tu nicht so. Ja, den hatte ich dabei, aber ich hatte den ja öfters dabei. Aber dann habe ich diesen Ring dann noch gebastelt, weil einfach so, ich weiß nicht, es kam mir so in dem Moment. Das war echt mein Glück, das war, Schweig gehabt, dass ich den noch gemacht habe. Ich finde es so krass, wie kurz es hell ist und wie schnell es dunkel wird im Winter. Das ist jedes Mal, finde ich, aufs Neue erschreckend. Ich saß jetzt ganz lange am Rechner und habe endlich das Küchenaussortiervideo ready. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Video. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das heißt, wenn ihr euch grundsätzlich für die Küche, die wir haben, interessiert und euch also einfach fürs Innenleben interessiert, wie es drinnen aussieht und was ich da jetzt so ein bisschen geändert habe, dann verlinke ich euch das Video sehr, sehr gerne. Ich finde das aber auch so ganz cool von der Machart und ich probiere mich da momentan so ein bisschen neu aus für euch und auch für mich natürlich, weil das ja immer noch mein Hobby ist, Videos zu filmen, zu fotografieren und dementsprechend bin ich da immer ganz neugierig, einfach mal neue Dinge auszutesten und will natürlich auch, dass die Videos weiterhin spannend für euch bleiben. Also da höre ich immer mit einem großen Ohr zu, falls ihr da irgendwelche Wünsche habt, immer sehr, sehr gerne her damit. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was ihr zu dem Video wieder sagt. Ich werde mich jetzt mal ins Schlafzimmer begeben. Morgen kommt nämlich nach langer Zeit unsere Haushaltshilfe mal wieder. Und wie ihr wisst, räumen wir davor immer auf, damit sie dann einfach nur Platz hat und putzen kann. Das heißt, ich muss jetzt 3 Räume noch ready kriegen und da einmal komplett alles aufräumen. Ich bin nur eben gerade am überlegen, ob ich vorher nochmal einkaufen gehe und irgendwas Leckeres zu snacken kaufe oder irgendwas Geiles dann für heute Abend zum Essen. Und dann halt ganz entspannt währenddessen Filme gucke oder Serie gucken und dann halt alles aufräume. Aber ich glaube, das Schlafzimmer mache ich jetzt schon mal und danach den Rest dann so. Ich habe übrigens die krasseste Verspannung im Nacken seit langem. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es hat gestern begonnen und jetzt hört es auch mal auf. Lalalalalala. Der größte Teil vom Klamottenhaufen ist jetzt erstmal weg. Sehr, sehr beruhigend. Ich habe mich jetzt nochmal umgezogen, weil ich jetzt noch kurz einkaufen gehen wollte für ein paar Snacks. Ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz wirklich so meinen ultimativen Standard-Look. Das ist für mich wirklich schwarze Leggings. Ich trage immer noch die von Delunes. Die hatte ich mal zugeschickt bekommen, weil ich, glaube ich, vor über einem Jahr mal mit denen zusammengearbeitet habe. Würde ich jetzt tatsächlich nicht mehr machen und ich würde euch auch nur dort empfehlen zu kaufen, wenn ihr einen günstigen Rabattcode habt, weil Firmen, die so viel Rabatt anbieten können. Kein Kommentar dazu, aber komplett andere Geschichte. Aber die Leggings an sich finde ich wirklich gut. Also nicht für den vollen Preis, aber für den rabattierten Preis auf alle Fälle. Genau, dann habe ich so einen Rollkragenpulli an. Der ist von Uniqlo. Das ist so ein Thermopulli und der hat unten drunter so eine ganz feine Schicht Vlies, was ganz geil ist, weil das halt ultra warm hält. Trage ich sehr, sehr gerne. Das ist einfach diese wärmste Kategorie, weil die teilen ihre Thermounterwäsche in verschiedenen Kategorien ein. Und dann habe ich noch von Estée Lauder das Feinkordhemd an. Das trage ich so oft in letzter Zeit. Also ich ziehe wirklich einfach eine Leggings, das Oberteil an und dann noch mein Jäckchen oben drüber. Und ich finde, je nachdem, was für ein Jäckchen man halt anhat, verändert das den Style nochmal komplett. Das Rostrote finde ich sowieso wunderschön und ich glaube leider, dass es tatsächlich wieder komplett ausverkauft ist oder dass es noch sehr, sehr einzelne Stücke gibt in den verschiedenen Größen. Aber ich verlinke euch das gerne mal. Aber ich verrate euch an dieser Stelle sehr gerne mal, dass wir demnächst noch 2 weitere Farben reinbekommen von dem Feinkordhemd. Das hier ist jetzt leider ein bisschen blöd zu erkennen mit der Farbe. Es ist eigentlich so ein, vielleicht erkennt man es hier, so ein dunkelgrün. Sieht man es so? Oh ja, so sieht man es eigentlich einigermaßen gut. Es ist wirklich ein wunderschönes, dunkles Tannengrün. So perfekt jetzt auch für die Winterzeit. Ich glaube, jetzt ist es tatsächlich Größe S, deswegen ist es mir hier so ein bisschen zu groß, würde ich sagen. Aber ich finde auch so oversized. Also auch wenn ihr XS seid, eher so wie ich, und dann zum Beispiel eine Größe größer tragt, auch kein Problem. Und auch wenn ihr zum Beispiel eine XL seid, das ist wirklich auch breit geschnitten. Also ihr könnt auch wirklich hier das mit einer kleineren Größe testen. Gar kein Problem. Und das ist die andere Farbe, die dazu kommt. Das ist so ein Mintgrau. Also es ist wirklich so ein helles Grau, hat aber so einen ganz leichten Blaustich. Also die Farbe ist hier natürlich verfälscht, aber ich sage euch, im Shop werdet ihr es auf jeden Fall besser sehen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also es ist wirklich so was Helles und ich finde, das Hemd ist grundsätzlich so ein Hemd. Das kann man auch in verschiedenen Farben einfach haben, weil
Es passt einfach immer zu allem. Man kann es irgendwie schick tragen, man kann es so simpel wie jetzt tragen. Absoluter Lieblingslook. Aber ich muss auch sagen, dass ich so eine Crop-Variante immer ganz cool finde. Das ist auch ein Korthemd, aber in dem Fall so ein Grobkort. Jetzt sieht man es ganz gut. Genau, da haben wir das Material hier einmal umgedreht. Und viele fragen ja immer, hey Sophia, könnt ihr auch mal kühle Farben anbieten? Und ich habe jetzt hier zur Erinnerung, diese Jacke haben wir auch noch in einem Mintton. Und zwar in diesem Mintton hier. Vielleicht sieht man so ein bisschen Bassin. Ja, das Kunstlicht war jetzt vielleicht nicht die beste Idee, um die Farben zu zeigen. Aber ja, das ist auch so ein Look. Super, super gerne. Wie gesagt, Leggings, Turtleneck, Basic Turtleneck, Jacke drüber, eine Kordjacke sowieso. Aber wenn es ein bisschen schicker sein darf, habe ich hier auch noch einen Vorschlag für euch. Und zwar so ein Oversized Blazer, sehr, sehr in Love. Der kam im September raus bei uns. Deswegen gibt es auch bei dem nicht mehr viele. Ich habe vorhin reingeguckt, ich glaube es waren 3 oder 4 Stück, die noch da sind von dem Blazer. Finde ich auf jeden Fall super, super cool. Einfach grundsätzlich, wenn ihr zum Beispiel im Homeoffice seid, bestes Leben. Oder auch so viel unterwegs. Ich glaube, ich werde ihn jetzt auch anbehalten. Jetzt gehe ich nämlich einkaufen. Ich freue mich da sehr drauf. Damian kommt heute ein bisschen später, weil er noch bei einem Freund hilft mit den Haushaltsgeräten. Er ist immer so der Ansprechpartner Nummer 1, wenn es um Haushaltsgeräte geht. An dieser Stelle würde ich auch sagen, dass ich mich für diesen Vlog hier verabschiede. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, Ideen, worüber wir mal sprechen sollten, dann lasst es uns sehr gerne unter den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal einmal zu abonnieren. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Hier unten, beziehungsweise da oben, verlinken wir euch den letzten Vlog. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss!